Im neuen iPhone 14 Pro und Pro Max hat Apple die Aussparung für die Frontkamera verändert. Eine breite, Notch genannte Kerbe, die vom Gehäuserand ins Display ragt, haben sie nicht mehr. Stattdessen stecken Kamera und Tiefensensor für Face ID nun in einer schmalen, pillenförmigen Aussparung im Bildschirm. Apple nennt diese Dynamic Island. Tippt man kurz auf die Aussparung, wechselt man zurück zur App. Drückt man lange auf die Dynamic Island, gelangt man zum Kontrollwidget und kann etwa ohne App-Wechsel die Musikwiedergabe pausieren. Je nach App verkleinert oder vergrößert sich das Element dynamisch. Musik-Apps wie Apple Music zeigen dort etwa ein verkleinertes Cover. Auch die Systeminformationen wie die Stummschaltung tauchen im Dynamic Island auf. Schließt man ein Ladekabel an, erscheint kurz der Batteriestatus. Momentan nutzen die System-Apps von iOS das Dynamic Island. Apple stellt Entwicklern eine API bereit, mit denen ihre Apps das neue Bedienelement nutzen können.